Bruce hier, BB2K Airsoft Channel. Also ich weiß noch nicht, wie ich das heute hier mache mit dem Video. Denn ich habe wirklich ein Überraschungspaket bekommen von Sniper S. Ich blende euch hier das mal unten ein. Ich weiß von nichts, ja. Ich weiß noch nicht, ob ich euch das oben schon reinschreibe, was ich heute auspacke, oder ob ich ein Geheimnis draus mache. Ich weiß es noch nicht. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, weiß ich nicht, was in dem Karton ist. Ich habe nichts mit Sniper bekaspert. Ich weiß hier von nichts und ich finde dieses Format, diese Größe sehr, sehr interessant. Es ist auch sehr, sehr schwer. Ich habe schon mal so ein bisschen versucht zu schummeln. Hier steht irgendwas mit M4 CQB Keymod Black und auf der Seite kann man hier auch noch irgendwas gesehen. 9,6 Volt. Bis 11,1 Volt Uni, also hier muss irgendwie ein Elektro-Tacker drin sein, ein richtig kompakter M4-System. Ja, was soll das sein? Ziemlich klein und keine Ahnung. Ich liebe Überraschungen und ja, ich bin jetzt gespannt. Ich quatsche nicht so viel, ich packe aus, ich kann euch also nichts sagen. Ich packe es jetzt aus und dann schauen wir mal, was mich erwartet. Es gibt immer wieder eine Steigerung bei mir beim Auspacken. Ja, mich wundert so ein bisschen wirklich dieses Format. Das ist ja auch, aufstehen, viereckig. Was mag das sein? Oh nee, oder? Oh, ich sehe schon was, nein. Ist es das, was ich denke, dass es das ist? Oh, weia. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Oh, nein. Ich liebe das. Allein schon wegen das, was ich jetzt rausziehe. Ja, oh, es ist es. allein schon wegen diesem Koffer. Hier habe ich nochmal einen Lieferschein. Ja, auch auf dem Schein steht es drauf. Hier drin ist die GMP Transformer M4. Das ist so ein modulares System mit zwei Läufen. Richtig teuer. Ich glaube, kostet was um die 550, 600 Euro das ganze Ding. Hatte ich mal ganz, ganz interessiert verfolgt. Das Review von Red Wolf. Mark hat das Teil mal gehabt. Und ich finde, ja, allein jetzt wegen diesem Koffer, wenn ich das jetzt aufmache, boah, da werde ich hier so in love sein. Ich stehe ja auf Verpackungen, ja? Da bin ich so ein richtiger kleiner Fetischist und allein das Ding. Ein richtig stabiler Hartscheinkoffer. Den mache ich mal auf und dann gucken wir uns mal diesen Transformer an, der hier drin ist. Ja? Das ist ja eine Überraschung. Sowas mag ich ja. So, hier an der Seite sind auch nochmal Verschlüsse. Ich drehe mal um, das machen wir jetzt mal gemeinsam auf, oder? Ah, so. Oh, yeah, absolut yeah, ist das geil, guckt euch das an, ist das cool, richtig, also nicht nur einfach so schnöde in schwarz eingelegt, ist richtig schöner Hartschaum und allein diese rote Umrandung macht doch schon so richtig was her, oder? G&P habe ich schon lange nicht mehr gehört, muss ich sagen. War wohl mal vom Markt oder so. Ich habe jedenfalls tackermäßig nichts mehr von denen erfahren. Und jetzt hier dieser geile Koffer. Allein schon wegen diesem Koffer kriegt das hier schon von mir eine Kaufempfehlung. Egal, ob es funktioniert oder nicht. Ist das geil? Ich hole es mal raus und dann schauen wir uns das mal etwas genauer an. Wie machen wir das denn, dass ihr das alles sehen könnt? Ich mache das mal hier. Ne? So, genau. Setze ich mich mal wieder hin. Ja, bin natürlich jetzt wirklich extrem unvorbereitet, weil ich wusste nicht, was passiert, was ich hier bekomme. Und ja, holen wir es mal raus. Wir haben hier zwei unterschiedliche Lauflängen. Einmal glaube ich, oh, jetzt muss ich echt mal überlegen, 8 Zoll und 12 Zoll Lauflänge. So sieht das aus. Auch hier mit diesen Breacher-Aufsatz, dass ihr so richtig so bang gegen die Tür knallen könnt. Hier haben wir das kurze, ist natürlich perfekt für CQB. Und hier haben wir sozusagen, um daraus eine Standard-M4-Länge zu machen, das etwas längere. Und wir haben hier so ein patentiertes Quick-Schnellverschlusssystem, dass ihr hier die Läufe ganz schnell wechseln könnt. Das werde ich natürlich auch mal ausprobieren für euch.
suchen wir mal alles raus. Dann haben wir hier einmal die Visierung zum Aufschrauben. Ich weiß nicht, Preis, wie gesagt, irgendwas mit 500, 600 Euro. Wenn ich da was habe, ich packe euch das dann hier wieder irgendwo hier unten rein. Damit ihr weißt, was hier Sache ist. Dann haben wir ein Magazin. Auch hier mit Logo, auch hier mit Skeleton Frog Logo drauf. Schon mal richtig genial. So, und jetzt holen wir das Hauptteil raus. Richtig schwer. Multiple Objektiv Training System. Hier auch wieder mit dem Frog drauf. Dann haben wir hier von Strike Industry, das muss der Viperschaft sein, auch verstellbar. Auch so hier sogar mit Markierung, Dreifachverstellung. Ich glaube, der Griff ist auch von Striker Industries. Fässt sich schon mal richtig genial an und ich denke mal, ja, packen wir mal eins zusammen. Ich habe ja aufgepasst bei Marc. Das muss einfach hier nur so drauf gesteckt werden, glaube ich. Ne? Dann einmal drehen. Dann dieses Teil ziehen. Das war's schon. Ja, ging ja schnell. Magazin noch rein. Dann haben wir jetzt die kurze Variante. So sieht sie aus. Müssen wir hier noch die Visierung uns jetzt noch randenken. Die habe ich natürlich nicht. Müsste ich jetzt mit dem Schraubenzieher mal ranmachen. Lassen wir mal weg. Dann haben wir hier den verlängerten Ladehebel, damit ihr hier schneller durchladen könnt. Fire Selector. Dann haben wir hier beidseitigen Magazinlösehebel. Einmal Standard hier sehe ich und dann mal für die Linkshänder. Die können ihr Magazin hier auf der Seite lösen. Verschlussfanghebel haben wir nur auf einer Seite. Ist ja beim Elektro-Tacker auch wurscht, aber es ist absolut griffig, das kleine Ding. Allein hier diese Mündungsfeuerbremse, ja, hier dieser mit diesem Breacher-Aufsatz, richtig so, boah. So, jetzt würde ich sagen, machen wir nochmal den anderen Lauf rein, oder? Da habt ihr hier so einen Hebel, seht ihr es, ich halte es mal näher ran, QD, Quick Detach. Den Hebel braucht ihr nur zur Seite schieben und dann einmal drehen, eine Umdrehung abziehen. Dann nehmen wir den nächsten, auf die Hop-Up-Unit achten, raufstecken, drehen, Quick Detach nach hinten ziehen, einrasten lassen und schon haben wir das lange. Das Coole bei der ganzen Sache ist, Hop-Up-Unit ist hier am Lauf dran. Also wenn ihr euch hier das Hop-Up eingestellt habt für den langen Lauf, bleibt es so eingestellt, weil ihr es ja mit dem Lauf abzieht. Also ihr könnt euch das für den kurzen Lauf einstellen, für den langen Lauf einstellen und da ändert sich nichts. Ja, und das Ganze hier mit diesem genialen Koffer, zeig dir nochmal rein. Ja, das macht den Bruce happy, allein das mit dem Koffer, da könnt ihr eure Airsoft richtig mit Stil transportieren. Und ich bin mal gespannt, wie das Teil hier funktioniert. Ich werde mir mal jetzt schnell einen Akku besorgen, mache mal einen kleinen Break. Und wenn wir mal hier mal so ein First Try machen. Hier soll eine elektronische Trigger Unit verbaut sein, ein MOSFET. Alles eigens entwickelt von G&P. Ein schnelles Triggern soll möglich sein. Ja, und ich bin gespannt, ja, wie das Ding triggert. Ich mache mal jetzt einen kleinen Cut und dann baue ich mal einen Akku ran. Also ich habe jetzt hier mal einen 11,1 Volt LiPo Akku und habe auch gleich nochmal geguckt, wie das Ganze hier funktioniert. Hier hinten seht ihr hier diese Verschraubung. Das müsst ihr hinten abschrauben. Dann kommt ihr an den Akkuschacht dran. Macht das mal. Ist ja auch ziemlich groß. Könnt ihr eigentlich mit allem möglichen abschrauben, was ihr so in der Hand habt. Und dann gucken wir mal gleich, wie das funktioniert. Hier ist der Deckel. So. Puppeln wir hier mal den Kabel raus. Ah, T-Stecker, ja. Ich habe hier Tamiya nochmal einen kurzen Cut. So, hier ist der Adapter. Jetzt können wir endlich anfangen. Ihr seht, ich bin da nicht so vorbereitet. Und die passenden Akkus habe ich auch nicht. Deswegen habe ich jetzt hier diesen Adapter. Und ich denke mal, jetzt werde ich ein bisschen Probleme haben wahrscheinlich, um das hier alles reinzupuppeln, weil wir haben hier nur die kleine Röhre, wo jetzt die ganzen Kabel untergebracht werden müssen. Stecken wir es mal ran und dann schauen wir mal, was passiert. So,
11,1 Volt reingesteckt. Ich denke mal, das kriege ich ja nicht alles unter. Das ist zu krautig. Ich denke mal, ich ziehe jetzt einfach den Schaft ein bisschen nach vorne, damit es ein bisschen versteckt wird. Ja, ein bisschen schummeln hier. So, Akku ist drin. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie das Teil hier schnackert. Wie gesagt, ETU und MOSFET verbaut, soll das hier ein richtig genialer Trigger sein, wo man so richtig schön brrrt machen kann mit dem Finger. Mal sehen, Feuerwehrhebel umgestellt und dann wollen wir mal schauen. Ja, wirklich richtig schön. Druckpunkt spürt man überhaupt nicht. Aber ein ganz kurzer Resetpunkt. Kann ich gar nicht mit dem Teller. Zeig mal noch ein bisschen näher ran. Also wie gesagt, hier. So. Ganz kurz. Also ganz. Hier müsste er sein jetzt. Ja. Reset. Ganz kurz. Könnt ihr hier richtig schön triggern. Und das Tolle halt, wenn ihr denn in den CQB geht, Waffe sichern, Quick Detach, einmal drehen, abziehen, kurzen Lauf ran, drehen. Und ihr seid im CQB. Und weiter geht's. Also der Abzug ist richtig genial. Und das Teil sieht richtig schnucklig aus. Super, allein hier das hier, das finde ich richtig toll. Ja, und wenn ihr fertig seid, sichern, Magazin raus. Quick Detach, einmal drehen, abziehen, Schaft einfahren. Okay, hier, das könnt ihr euch mal wegdenken. Das ziehe ich mal ab. So. Dann macht ihr euch den Koffer auf. Dann kommt das alles hier wieder rein. So, kurzen Lauf rein. Magazin rein, Visierung rein, Klappe zu und dann ist alles wieder verstaubt. Das war es von mir gewesen. Ein absoluter Dank geht raus an die Firma Sniper S. Also habt ihr mir einen richtig großen Gefallen getan damit, weil ich finde das ja richtig genial. Allein erstmal schon die Überraschung. Und ihr habt genau das getroffen, was ich mag, halt diesen Koffer, dieses System. Ob es Sinn macht oder nicht, darüber lässt sich wahrscheinlich streiten. Ich finde es einfach nur cool und geil. Ja, Review folgt dann demnächst. Ich muss mich damit jetzt erstmal ein bisschen auseinandersetzen. Und dann kann ich euch schon mehr sagen. Also was für mich jetzt schon mal die Pros sind, wie gesagt, Koffer, klar. Dieses Laufwechselsystem macht auch Mords Gaudi. Denn Abzugsverhalten, absoluter Traum, denn die Skeleton Frogs Markings, überhaupt dieses ganze Design von dieser M4 finde ich richtig cool, mal was anderes, obwohl es ein Elektro-Tacker ist, ja, ihr merkt, ja, man kann mich auch blenden mit solchen Sachen. Also richtig, richtig cool. Ja, bin gespannt, wie das Teil performt. Ja, ihr könnt in der Zeit ja schon mal runterschreiben, was ihr von diesem Wechselsystem haltet. Sinnlos oder hat es einen Sinn für euch? Schreibt es mal alles rein. Ja, ich denke mal, ich verlasse jetzt den Bildschirm. Ganz cool hier mit diesem Koffer. Und ihr könnt in Ruhe ja, ein bisschen was schreiben. Wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Macht's gut, euer Bruce. Wer mich noch nicht abonniert hat, klickt da mal auf den Abo-Knopf. Unten könnt ihr noch ein weiteres Video von mir sehen. Und wir sehen uns. Macht's gut.